Hallo liebe Freunde, willkommen im Spiel 7 Days to Die. Es ist Tag 27. Morgen kommt wieder irgendwie abends die Horde. Und ich glaube, ich habe alle Pin-Ups Girls zusammen. Ich gucke mal, ob das geht mit Licht aus. Ja, also ist nicht Brigitte Bardot, ist Marilyn Monroe. Hier sind zwei, die sehen schon mal ganz schick aus. Und hier einmal an der Mauer gelehnt und nochmal einmal Auto fahren. Ne, habe ich doch nicht alle, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Da uns immer noch drei Gauger fehlen und ein Moment. Hierfür praktisch noch den Tool und Die Set, obwohl ich den machen könnte. Das heißt, ich könnte den hier nehmen und dann mache ich auch. Jetzt fahren wir erst in den Keller und danach fahren wir nochmal gucken, ob wir irgendwo was finden. Was wie Gauger oder Gauger oder wie und Dice-Set aussieht. Jetzt könnten wir an der Workbench unsere Knarren zusammenschrauben. Der braucht auch so einen Scheiß. Mein Gott, was ist das Spiel teuer geworden. Ich habe in der Nacht noch ein bisschen Shotgun-Munition hergestellt. Ein bisschen was zu essen holen. Und dann geht's los. Und hier den ganzen Sand weggeschaufelt. Ich glaube, in der Stadt hier vorne sind wir schon gestorben.
ich glaube, hier waren wir schon mal. Auch nicht. Ich hätte ja ganz schön viele Fässer übersehen gehabt. Schade, das Ding hier stehen zu lassen. Gebe ich ja zu, aber mir bleibt nichts anderes. Ich brauche den Landklebenblock, um das abzubauen. Hier ist noch ein Shotgun, aber da will ich jetzt nicht rein. Jamis haben hier mehr Puffs als Baumärkte. Die Modmacher haben mehr Puffs als Baumärkte eingearbeitet. Oder die Funpimps. Haben wir den ersten Tulan, haben wir. Scheiße, yay. Aber das ist doch zum Kinderkriegen hier. Thank you.
kriegst auch weder ein Gauga drin noch so ein Ding da, so ein Tool und Dice Set. Ich find das was für ein Arsch. Keine Ordnung aus, ne? Mit dem Workbench hier. Acht Minuten wollen die dafür? Mein Gott. Drei Minuten. Jetzt mal markiert ist, ja gut. Können wir hier rüberfahren und dann links.
Jawohl, da haben wir sie doch. Schön, schön, schön. Ammo Workbench. Die sind richtig klasse. Das ist doch nicht wahr. Wieso kann ich den denn nicht mitnehmen? Verdammte Hacke, ne? Jetzt finde ich aber langsam aber sicher zum Kotzen hier. So. Mann. Also das ist nicht mehr fair. Erst machen sie die Gauge aus den Autos raus, damit die nicht mehr gescrappt kriegst. Ja, und jetzt bauen sie die Baumärkte ab und lassen die verschwinden. Ja, und dann haben sie da schon so ein Ding da stehen. Und weil dies kannst du nie mitnehmen. Ist doch was für ein Arsch.
Ich denke, wir fahren heute noch mal zum Händler, gucken, ob er was annimmt von dem, was wir verkaufen wollen. Was ein Weichei, der hat nichts, der hat gar nichts, hat der. Sowieso auf, Arschloch. Ich hab nicht gefunden, wo ich den Händler skillen kann. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao und bye bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 28 wieder. Ist wieder der Horntag am Morgen. Tschüssi.